Hohoho, meine lieben Bücherfreunde, heute stelle ich euch beim 13. Adventskalendertürchen ein Buch von Adriana Popescu vor. Es ist ein Jugendbuch, das schon relativ alt ist, was auch das letzte alte Jugendbuch war, was ich sozusagen auf der Wunschliste hatte, dann auf dem Sub hatte. Und es ist Ein Sommer und vier Tage. Ein wunderschönes Cover. Ich weiß, dass es mittlerweile auch ein neues Cover irgendwie gibt. Oder ich weiß gar nicht, ob das Hardcover ursprünglich ein anderes Cover hat. Ich bin mir gerade gar nicht sicher. Ich bin ein großer Fan von Adriana Popescu. Ich mag ihre Erwachsenenromane, ihre Liebesgeschichten, ich mag aber auch besonders ihre Jugendbücher. Und wir treffen in diesem Jugendbuch auf Paula und Luis und beide gehen noch zur Schule, fahren jetzt im Sommer an die Amalfiküste, treffen sich im Bus und Paula ist eigentlich schon eher ein ruhigeres Mädchen, was auch gerne lernt und was gar nicht so abenteuerlustig ist, obwohl in ihr das durchaus drinsteckt. Und mit Luis wird sie dann letzten Endes irgendwie an der Tankstelle ausgesetzt, der Bus fährt los, die beiden stehen noch da und dann sagen beide, okay, wir gucken, dass wir jetzt irgendwie zu unserer Unterkunft kommen und reisen jetzt einfach als Anhalter nach Italien. Und das hat so eine wunderbare Dynamik gehabt. Ich mochte Paula, ich mochte Luis, ich mochte diese Kombination aus beiden. Das war wirklich herzerwärmend, wie wir hier einfach in dieses jugendliche Alter zurückgeworfen werden, was ja bei mir auch schon 20 Jahre her ist. Und so diese erste Liebe, dieses erste Kribbeln, dieses leicht rebellische, ohne jetzt wirklich etwas ganz extrem Böses oder Ähnlichem zu tun, diese Abenteuerlust, dieses einfach machen, einfach losgehen, einfach was erleben, was ja der besondere Reiz auch einfach in der Jugend ist, dass man viele Dinge zum ersten Mal erlebt, dass man einfach losmacht, ohne vielleicht sich zu viele Gedanken zu machen, weil irgendwann zerdenkt man ja jede Idee. Und das hat Adriana hier wunderbarst eingefangen. Es ist locker, leicht, es ist perfekt für den Sommer. Ich habe das Buch an meinem allerersten Urlaubstag im Sommer am Vormittag weggesuchtet. Es war einfach richtig, richtig schön. Adriana schreibt sehr lebendig, sehr echt, sehr authentisch. Es ist sehr modern. Gerade die Dialoge, finde ich, sind wirklich die Stärke von Adriana, dass die sich immer echt anfühlen, wie wenn man den Eindruck hat, man begleitet diese beiden tatsächlich. Und sie unterhalten sich über Filme und Serien und Musik und Vorlieben und auch über ihre Probleme. Und das hat aber alles so diese Leichtigkeit eben auch einfach von dieser Jugend. Und das fängt Adriana wirklich perfekt ein. Ich habe mich hier sehr wiedergefunden gefühlt, verstanden gefühlt, mitgenommen gefühlt und auch einfach dann tatsächlich jung gefühlt. Also ich hatte wirklich den Eindruck, ich bin in diesen 3 Stunden Lesezeit um 20 Jahre verjüngert worden. Also man spürt diese Lebendigkeit und diesen Spaß am Leben und auch diese Liebesgeschichte, die zwischen Paula und Luis ist, das ist so erst so unscheinbar und dann kribbelt's und dann weiß man selbst noch, wie das eben einfach früher war, dass das eben ein ganz anderes Verliebtsein ist oder Verknalltsein, als es das eben, wenn man erwachsener wird, einfach ist. Und ach, das ist so schön gewesen zu lesen. Es hat mich sehr berührt, sehr begeistert, viel zum Schmunzeln gebracht und es war einfach richtig, richtig schön. Und selbst wenn man weiß, dass die erste Liebe nicht für immer ist, nicht ewig hält, aber so diesen Anfang, dieser Zauber, dem der inne hat, und das ist nicht umsonst ein wunderbares Sprichwort, das fängt Adriana hier perfekt ein. Es ist ein Jugendbuch, was aber wirklich gefühlt jeder lesen kann, der eben auch älter ist, der sich gerne daran erinnern möchte, der Freude daran hat, diese Lebendigkeit, dieses Moderne, diese wunderbaren, echten Dialoge zu lesen. Also es ist wirklich ein großartiges Buch, was mich wunderbarst unterhalten hat. Ich habe mir auch ein paar Zitate markiert, zum einen etwas über Musik, denn Musik ist der Herzschlag des Lebens, es spielt keine Rolle, in welcher Form sie vorgetragen wird. Wunderschön. Ich finde, die Welt braucht einen Soundtrack. Dieser Song muss von den richtigen Menschen gehört werden, weil er dann etwas verändert. Ach, ist das nicht richtig, richtig herrlich? Und hier meckert jemand rum, lasst euch nicht stören. Und am Ende habe ich noch, das kommt kurz vor der Danksagung von Adriana. Hört auf euer Herz, es spielt nämlich den Soundtrack eures Lebens. Ach, ja, man sieht einfach, wie wichtig Musik Adriana ist, wie wichtig ihr das auch in dieser Geschichte war, wie sehr die Charaktere Musik liebten. Und ich fühle das absolut mit. Ich liebe Musik, ich bin da sehr emotional beim Musikhören und ich fand dieses Buch einfach großartig. Großes, großes Jugendbuch-Kino, was mir unfassbar gut gefallen hat. Und leider habe ich jetzt kein Jugendbuch mehr von ihr auf dem Sub. Wird Zeit, dass dann nächstes Jahr Nachschub hoffentlich kommt. Und ich fand es richtig toll und es hat nichts
obwohl es schon ein paar Jahre älter ist, hat nichts an seinem Reiz, an seinem Spaß, an seiner Freude irgendwie verloren. Und das war es jetzt auch schon, das 13. Türchen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich wünsche euch nun einen ganz wunderbaren 13. Dezember und freue mich, wenn wir uns im nächsten Video oder dem nächsten Türchen sehen. Und ja, macht's gut. Tschüss, eure Steffi.